Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video möchte ich gerne mit euch einmal eine Nacht draußen in der Natur verbringen. Nicht im Hochgebirge, sondern ganz einfach weiter unten. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne dranbleiben. Und bevor jemand fragt, hey Tobi, wo ist das Ganze hier, wo ist die Location? Ich nenne keine Namen, ich sage nicht, wo ich bin. Das kann Rumänien sein, das können die Falklandinseln sein. Wie auch immer, checkt auf jeden Fall eigenständig die rechtliche Lage ab. Viel Spaß mit dem Video. Die gute alte Isomatte. Expat, die hat schon einiges mitgemacht. Schaut mal her, die hat glaube ich 12, 13 Löcher, aber immer wieder geflickt mit Datum. Und jetzt pusten wir die mal auf. Die hält auf jeden Fall mehr als nur ausreichend warm. So, das Basecamp steht mit Biwaksack, Isomatte und Schlafsack, das Ganze abgespannt. Und ja, so schaut es jetzt hier aus. Der kleine Vorplatz hier, der könnte im Notfall auch noch als, ja, als Tarp benutzt werden. Da kann ich mir noch was basteln, wenn es wäre, aber so passt es eigentlich ganz gut. Und jetzt gibt es was Schönes zum Essen direkt neben der Wasserquelle. Also, Wasser hat gekocht und Nachschub habe ich natürlich jede Menge. Jetzt werde ich mir hier so ein Instant Food machen. Da ist auf jeden Fall gefriergetrocknete Nahrung drin. Jetzt werde ich das Ganze hier aufgießen, das zeige ich euch gern. Und dann lassen wir das kurz ziehen, dass es aufquellen kann. Und ja, dann lasse ich mir die Mahlzeit gut schmecken. Es ist auch etwas kalt geworden und daher tut so eine warme Mahlzeit natürlich sehr, sehr gut. Falls übrigens Naturschützer zuschauen, keine Sorge. Es gibt Videos von mir, da sammle ich Müll ein am Alpsee, also
Ja, ich bin da auf jeden Fall auf eurer Seite. Keine Sorge. Dank geht auf jeden Fall raus an meinen Kollegen für den Filter. Also muss ich schon sagen, da trinke ich etwas beruhigter, obwohl das Wasser wirklich brutal sauber ist eigentlich. Also ich würde dem auch ohne Filter vertrauen, aber mit ist definitiv eine Nummer sicherer. Und jetzt koche ich mir erstmal einen schönen Tee und dann genieße ich meine kleine Mahlzeit. Boah, sogar gut gewürzt, nicht zu salzig, aber richtig gut. Schaut super aus, oder? Schaut mal hier, stell dich scharf, komm schon. Ja, da haben wir es doch. Richtig gut. Sehr gut. Ja, es schaut ganz leicht nach Regen aus gerade, aber kein Problem. Wenn es nachher anfangen sollte, dann bin ich in meinem Biwaksack, der ist regendicht und soweit kein Problem. Ja, ich gönne mir jetzt hier nach dem Hauptgang noch einen relativ clean Riegel, die ich immer dabei habe auf Skitour, und trinke noch dazu einen schönen warmen Kamillentee. Oh, riecht gut. Ich bin nicht erkältet, aber ich hatte leider nichts anderes mehr da. Es gibt schon schönere Geschmacksrichtungen, Pfefferminz, Apfel, Vanille, Ingwer, Zitronengras zum Beispiel. Aber ja, besser als einfach nur Wasser trinken auf jeden Fall. Vielleicht sind ja da draußen Leute, die trauen mir gar nicht zu, einfach mal einen Abend ganz still im Wald zu verbringen. Und ich muss sagen, das tut richtig gut. Ihr hört es vielleicht die ganze Zeit, das Rauschen von dem kleinen Bach. Und die Aussicht, ja, ist jetzt nicht die beste Aussicht wie oben auf einem Gipfel, aber ich glaube, ich kann mich gerade nicht beklagen. Wenn ihr sehen würdet, was ich gerade sehe, würdet ihr auch gerne hier heute Abend schlafen. Und warmes Getränk, warme Jacke, Schlafplatz. Mehr brauchst du nicht, Leute. Mehr brauchst du nicht. Das Handy ist weggelegt. Und ich habe hier absolut meine Ruhe. Ein Traum. Ja Leute, jetzt wird's Zeit, langsam schon sich in den warmen Schlafsack zu begeben. Jetzt ziehe ich kurz die Schuhe aus. Und das ist ja das Coole eigentlich, wenn man draußen in der Natur schläft, da stehst du normalerweise auf mit dem Tageslicht oder mit der Dämmerung und du gehst auch ins Bett mit der Dämmerung oder dem Tageslicht. Na klar, ich habe eine Stirnlampe dabei, ich könnte jetzt auch hier noch irgendwelche Bücher lesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Biwaks immer so gehandhabt, dass ich exakt mit der Dämmerung ins Bett gehe. Und ja, wann hat man das schon mal?
Ja, ich weiß nicht, wann ihr ins Bett geht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Hier in der Natur ist es dann je nach Saison 7, 8, 9 Uhr. Ist auch cool. Also richtiger Luxus eigentlich. Schön anzuschauen. Und jetzt war es auch mit Gerede. Jetzt verabschiede ich mich und sag ja, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Wald. Es war doch relativ frisch heute Nacht. Es hat jetzt hier keinen Raureif. Es ist sehr, sehr trocken. Und das ging aber relativ gut. Also mit dem richtigen Equipment ist es kein Problem, hier eine Nacht zu verbringen. Was mir aufgefallen ist, dass hier sehr viele Zecken gewesen sind. Das habe ich gesehen hier auf dieser Plane. Das habe ich mir schon gedacht, dass es auch so kommen wird. Allerdings, ja, ich habe mit diesem Insektengitter vor dem Biwaksack geschlafen. Also ich habe dann eine gute Zirkulation gehabt. Der ganze Biwaksack ist auch nicht kondensiert. Also ich habe jetzt keine Feuchtigkeit drin. Zum einen, weil es Gore-Tex ist und zum anderen auch, weil ich habe halt diesen leichten Schutz noch zwischen mir und der Außenwelt gehabt. Und dadurch habe ich auch sehr viel frische Luft bekommen. Und gleichzeitig haben die kleinen Krabbler halt nicht reingekonnt, denn hier sind tatsächlich sehr viele von den Zecken jetzt gerade neben mir und es ist doch ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, die können nicht reinkommen, aber gleichzeitig habe ich frische Luft um mich herum. Also auf jeden Fall ein Biwaksack, eine richtig gute Sache in meinen Augen. Es ist ein wunderschöner Morgen. So schaut das Ganze hier aus. Komplett klar. Und ja, der Tag ist noch jung. Und man kann noch einiges machen. Deshalb früh aufstehen lohnt sich heute. Wenn ihr übrigens mal rechtliche Fragen haben solltet zum Thema Bivakieren, Campieren, Zelten, im Wald schlafen etc., da habe ich ein Video für euch. Und zwar von dem Kai Sackmann, der Kanal nennt sich Sacki. Der hat ein Video gemacht, bei dem er wirklich die rechtliche Lage in Deutschland allgemein versucht sehr gut zu erklären. Es gibt natürlich von Bundesland zu Bundesland und von Landkreis zu Landkreis und auch von Naturpark oder Nationalpark verschiedene Verordnungen und Gesetze. Deswegen schaut euch gerne mal das Video vom Sacki an und informiert euch auf jeden Fall eigenständig, wo man eine Nacht verbringen darf, könnte oder halt nicht sollte. Ja, seid auf jeden Fall vorsichtig, achtet immer die Gesetze, verhaltet euch der Natur gegenüber immer sehr freundlich, stört keine Tiere, lasst keinen Müll zurück, haltet alles dicht beieinander, macht hier keine Party. Und wenn irgendjemand euch sehen sollte, dann zeigt euch einsichtig, seid freundlich zu den Leuten und ja, einfach normales menschliches Verhalten, was man an den Tag legen sollte.
noch eine Kleinigkeit, und zwar ist es bei mir so, dass ich meine Sachen jetzt hier nicht ultra ordentlich wieder einpacke in den Rucksack, weil ich daheim nochmal alles trocknen möchte, überprüfen möchte und dann ganz ordentlich zusammenlegen möchte. Deswegen liegt jetzt die Priorität hier im Wald oder im Gebirge halt nicht darauf, dass jetzt alles 100% perfekt zusammengerollt ist. Das mache ich dann daheim, wenn ich die Sachen nochmal gereinigt habe, also nochmal einen Equipment-Check durchgeführt habe. Und dementsprechend, ja, müsst ihr für euch entscheiden. Ich spare mir jetzt hier die Zeit, wo es auch wirklich nicht unbedingt einfach geht bei diesem unebenen Gelände, und stattdessen mache ich das dann irgendwann den nächsten Tag, wenn alles komplett getrocknet ist, schaue es nochmal durch, roll es ordentlich zusammen und verräume das Ganze dann wieder. Also vielleicht ein kleiner Tipp, falls ihr das anders seht, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Bevor das ihr abhaut, überprüft am besten nochmal euren Platz. Nicht nur, dass ihr Sachen vergessen habt, sondern dass ihr auch nichts zurückgelassen habt für die Natur. Also Thema Naturschutz. Und ja, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe weder etwas verloren, noch hier irgendwas zurückgelassen, noch irgendein Loch nicht verschlossen von diesem Holzpfeiler, den ich da in den Boden gemacht habe. Ja, jeder Stein ist so, wie er vorher war. Ziemlich schön war es hier, und ich melde mich gleich bei euch noch einmal zurück. Ja Leute, das war das Video. Es wird jetzt wirklich sehr, sehr warm. Und zwar, ich weiß nicht, sieht man das vielleicht in den Aufnahmen? Die Sonne schaut mir jetzt genau ins Gesicht. Ich habe die Sonne jetzt unmittelbar erwischt beim Aufgehen. Und das wird auch das Ende von dem Video hier. Es wird noch ein sehr, sehr schöner Tag werden heute, den ich nutzen möchte. Ich habe quasi keinerlei Zeit verloren durch meine Übernachtung im Wald. Stattdessen habe ich ja schöne Emotionen mitnehmen können, Ruhe und euch vielleicht ein paar schöne Aufnahmen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das Video vom Saki, das habe ich euch ja bereits verlinkt. Das findet ihr auch hier unten in der Infobox oder in der Infokarte. Und ja, wenn es gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und schaut mal hier links und rechts oder da. Da sind vielleicht gleich noch einige Videos eingeblendet. Euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.